Frau Dr. Freier, Sie sind Gastgeber der deutschen Polizeimeisterschaften im Fußball. Eine sehr ungewöhnliche Ehre, weil, wenn ich das richtig weiß, ist es das erste Mal, dass dieses Turnier in Schleswig-Holstein stattfindet. Ja, das stimmt. Die Landespolizei Schleswig-Holstein richtet dieses diesjährige Turnier aus. Und wir sind sehr froh darüber. Und es hängt einfach damit zusammen, dass wir Titelverteidiger sind. Die Landesauswahl Schleswig-Holstein hat beim letzten Pokalspiel oder Wettkampfspiel Deutsche Polizeimeisterschaft dementsprechend den Titel errungen. Und insofern können wir Gastgeber sein und sind auch stolz darauf, die anderen Mannschaften hier begrüßen zu können. Dass sich so viele Schüler auch für diese Nachmittagsveranstaltung freiwillig gemeldet haben. Es findet ja einiges vormittags im Schulalltag statt, wo wir dann alle als Klasse gemeinsam hingehen. Aber jetzt auch eben heute das Nachmittagsspiel, wo einige Schüler ihre Freizeit für opfern, obwohl wir morgen eine Englischarbeit schreiben. Das finde ich toll. Viele hatten großes Interesse daran, mal endlich live ein richtiges Fußballspiel zu sehen. Und die Ehre für viele dann hier auch als Einlaufkind fungieren zu können, war natürlich toll. Da sind viele sehr stolz gewesen. Insbesondere auch einige, die am Anfang der 5. Klasse noch ganz schüchtern waren, die sich jetzt hier trauen, mit ihren Klassenkameraden gemeinsam bei so einem großen Spiel mit auflaufen zu dürfen. Ich habe mich gestern mit Maggie Brunner kurz am Telefon unterhalten, der ja maßgeblich dazu beigetragen hat, dass diese Meisterschaften hier stattfinden. Und der hat mir gesagt, dass sie ja auch ganz bewusst die Öffentlichkeit gesucht haben, damit viele Zuschauer die Spiele verfolgen können. Ja, also ich finde das wichtig, dass Polizei sich auch in der Gesellschaft zeigen lässt und das ist ein Anlass, wo wir auch tatsächlich gute Kooperationen mit eingehen konnten. Wir haben ganz tolle Unterstützung von den Schulen aus Eutin heraus, dass wir Patenschaften eingegangen sind. Jede Mannschaft hat letztendlich eine kleine Klasse, wo die Kinder dann dementsprechend auch das Land auf Unterricht, Landesspezifika und die begleiten die Mannschaften. Das Sachsen wird gerade gegen Schleswig-Holstein sehr intensiv unterstützt auch und das freut uns sehr. Und darüber hinaus ist es uns auch wichtig, gerade im Kreis aus Holstein auch für die Tourismusbranche, die Gemeinde Malente und auch die Stadt Eutin mit unterstützen zu können durch das Turnier. Danilo, Glückwunsch zum gelungenen Auftakt in die Endrunde um den deutschen Polizeimeistertitel. Vielen lieben Dank. Das haben wir uns, glaube ich, auch verdient. Ich sage ja immer, Harald, Mentalität schlägt Qualität. Das haben wir auch unseren Spielern gesagt und das war heute wirklich eine überragende kämpferische Leistung mit unbändigem Siegeswillen, hatten zwar nur ein oder zwei Chancen, Niedersachsen hatte ein bisschen mehr, aber wir hatten einen überragenden Torwart drin und ja, am Ende sicherlich glücklich, aber trotzdem verdient, meines Erachtens. Herr Imke, das war heute ein Auftakt nach Maß für die Schleswig-Holstein-Auswahl. 1:0 gegen Niedersachsen und ganz viel Lob, zumindest von der Tribüne, auch für den Torwart. Ja, klar, wir freuen uns riesig, war ein super Spiel. Hier die Heimmeisterschaft als Titelverteidiger, ist man natürlich auch irgendwo viel Druck ausgesetzt, aber ich glaube, wir haben das hier als Team gut gemacht und letztlich ja, das vielleicht auch einfach erarbeitet. Absolut verdienten Heimwärtssieg! Wie fühlt sich das an, wenn man das Auftaktspiel gewinnt? Ja, Wahnsinn. Haben wir uns natürlich genauso vorgestellt. Wir haben auch in der Halbzeit gesagt 0-0, genauso wie wir uns das vorgestellt haben. Und irgendwann kommt unsere Chance und dann haben wir die eine Chance, machen ihn rein. War natürlich ein glücklicher Sieg. Aber ich glaube, so können wir starten und dann starten wir Mittwoch, glaube ich, mit einem weiteren zweiten Sieg und dann spielen wir am Donnerstag das Endspiel. Maggie, mit 5 Jahren Abstand zum Gewinn der deutschen Polizeimeisterschaft 2017 hat heute das erste Spiel der deutschen Polizeimeisterschaften 2022 in Malente stattgefunden. Mit welchen Gefühlen hast du das Spiel verfolgt? Ja, absolut spannend und mit Glücksgefühlen, wie gesagt, alte Leute wieder zu treffen, alte Kollegen wieder zu treffen und dann hier noch so ein Ambiente im legendären Uwe-Seeler-Park, das hat was. Und dann denke ich mal, mit diesem Auftaktsieg, schöner kann der Tag nicht sein. Der Kapitän Yannick Marschner hat ein bisschen aus der Schule geplaudert und hat gesagt, Danilo hat uns erzählt, wir sollen spielen wie die Wikinger. Genau, das war unser Credo auch schon vor 5 Jahren. Da waren wir in NRW nur an 6 gesetzt. Ne? Da waren wir die totalen Underdogs und dann haben wir halt damals schon gesagt, wir sind die nordischen Männer, die Wikinger und das führen wir jetzt fort und haben uns wieder gewonnen.
im Nordderby.